Schöne Grüße nochmal an Schlomi, mein Lieblingsmitarbeiter. Unser bester Schlomo. Willst du nochmal vor die Kamera kommen? Nein. Ach, warum nicht? Soll ich dich holen? Oh. Okay, Schlomo ist ungefähr 1,95 Meter groß. Genau. Sehr durchtrainiert. Er ist auf der Suche Single. Nach einem Mann. Welch eine Verschwendung, so ein hübscher Mann, aber was soll's. Ey, du hörst ja die Frauen immer, wie sie immer sagen, die hübschen Männer sind leider alle schwul. Also trifft bei mir nicht zu. Das mit dem hübschen Mann, ja? Ja, bitte. Hola. Hier ist Reinhold und ich bin ja ein Werkgruppe. Das war nicht Reinhold, Alter. Hörst du das denn nicht, du Idiot? Fritsche. Das war aber nicht Reinhold. Das war jemand, der aber hätte gesagt... Lass doch Reinhold drin. Wir können doch Reinhold mach helfen, du selber, ist doch kein Problem, Alter. Ja, komm, weg. Ja, bitte. Hallo? Ja. Alles angenehm, Alter? Ja, sehr angenehm sogar. Mir tut nur der Hals weh von seinem... Alliterations-Ali hier. Was für ein Ding? Alliterations-Ali ist hier. Alliterations-Ali, nicht schlecht. Hier ist Legastheniker, Max. Hier ist Tourette... Zickenficken, Alex. Stimmt. Tourette Alex. Tourette Alex ist geil. Warum lachst du? Alter! Wir machen hier eine Sendung mit Anspruch und du... So war doch auch hier Dustin Hoffman bei Rain Man, oder? Nein, das war was anderes. Natürlich nicht. Ach Quatsch, Tourette-Syndrom. Der war... Was war? Autist. Autist, genau. Ja, ist ja. Dank meines hohen Intellektes. Und ich bin Autist. Also. Alle angehenden arbeitslosen Affen angeln alle aus Abwasserkanälen. Alliterations-Ali. Das war nicht gut und nicht lustig. Ich weiß, wollte ich nur mal gesagt haben. Das hast du gemacht. Das, tschüss. Gesprochen haben. Ihr habt noch 10 Minuten von der weltschärfsten Sendung für diesen Freitag und danach erst wieder in 2 verdammten Wochen. Cool. Max, wer ist denn dieser Monster Mike? Well, Monster Mike, wie kommst du nur auf Monster Mike? Monster Mike, nee, weil sie sich gerade die Fotos bei MySpace, ach, bei Max so, Hardcore okay. Gerade angucken. Monster Mike Monster ist jemand, Mike über den keine Witze gemacht werden dürfen. Ist ein guter alter Freund, ein ganz, ganz lieber, netter Kerl, der hat halt ein bisschen leider zu viel. Wie hat der das gemacht? Na, zu viel. Zu viel? Ja, leider. Wir haben ja heute Thema Olympia und wir haben hier heute Thema Doping. Ja, passt ja ein bisschen. Ja, also an, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ist zwar kein Thema hier für Live-Sendungen und so weiter und so fort, aber er ist eins der Beispiele, bei denen es ganz, ganz schief gegangen ist mit diesem Zeug, mit dem Doping-Zeug. Wir bringen jetzt mal eine Message rüber. Leute, lasst die Finger rund weg von den Drogen. Wenn ihr dicke Arme haben wollt, ey Leute, vergisst es. Kauft euch hier für ihr Oben was, aber ey, wenn Monster Mike war ein ganz lieber netter Junge, aber der hat leider zu viel genommen und ist ganz, sie ist scheiße geändert, die Nummer. Also die Nummer hat wirklich extrem scheiße geändert. War wirklich ein netter Junge mit 25 Jahren quasi, ist ganz furchtbar. Und Bruder, ja, das ist... Aber er lebt noch? Ja, ist aber, ja. Okay, mach's gut, danke. Tschüss. Mein Freund, unser Freund Monster Mike. Wann hast du das letzte Mal besucht? Auf der Intensivstation. Ja. Nee, wie viele Jahre ist es her? Im Ruhehaus war ich auch noch mal. Wie viele Jahre ist es her? Ja. Unser Freund Monster Mike. Puh! Ja, schön Thema ablenken. Oh, mir tut der Hals weh. Ja, bitte? Hallo? Oh Mann! Mach mal bitte den Fernseher leise. Ja, alles super. Bei dir? Ja, Mann, ein kleines Atomkühler. Atomkühler, alles klar. Ey, Leute, und wenn ihr euch im Forum, ganz kurz, wenn ihr euch im Forum anmeldet, immer so einen geilen Namen nehmen. Ihr redet doch über Doping und so, ne? Ja. Ey, hier der Michi Bär da links, ne? Also von mir aus, ja? Der nimmt doch bestimmt auch Fettdoping, oder? Der da, ja? Ja, ja Mann. Italienisch, Japanisch, Griechisch, genau. Türkisch, ohne Ende, ja. Und du recht, du bist erst ein Hallenhalmer-Spieler, was? Ich bin der Knochenkalle. Er ist der Zahnstocher, Joe. Genau. Ja, oder bist du Stabhochschwimmer? Du bist ein ganz schöner Witzbold, wa? Ja, warum dürfen Schweine eigentlich beim Radfahren nicht mitmachen? Weil du der Fahrrad bist. Weil sie keinen Daumen zum Klingeln haben. Ziemlich witzig. Ja, bitte? Leute, 7 Minuten noch. Oh. Ich glaube, das war Belo jetzt wirklich. Ist doch scheißegal. Ja, bitte? Ja, ich komme direkt aus Vietnam. Sehr gut, lass mal. Ey, aus Vietnam ist cool. Ich habe frisches Heroin für euch, wenn ihr Interesse habt. Leute, wir haben gerade gesagt, lasst die Finger von den Drogen. Und versucht doch mal was Witziges zu machen. Genau. Irgendwas Anspruchsvolles. Leute, ihr habt 5 Minuten, ihr seid hier ja, live. Ja, bitte. Salmonellen TV, schönen guten Abend.
So, das dritte Mal und diesmal bleibe ich drin, sorry. Sehr schön. Ja, bitte? Dass ihr jeden Dorftrottel vor die Kamera lasst, das geht ja gar nicht hier. Doch, das geht, wenn der Dorftrottel richtig reich ist, ein Studio kauft. Ja, bitte? Ja, nochmal, zum vierten Mal. Und da muss ich noch dem Klee Nils einen Tipp geben. Also dreimal dieselbe Person, bilde ich mir das ein. Ja, aber das war nicht Dings. Das war nicht Fritsche. Nein, ist nicht Fritsche. Ja, deswegen nicht rausdrücken, bitte. Ja, bitte? Nächstes Mal kommt mit einer Pistole, knallt dich ein Bart, wenn du mir zu nahe kommst. Ich renke dir das gleich wieder ein, wenn du willst. Du hast ja nicht verrenkt. Nein, hier nach oben so. Ja, bitte. Hallo, hier ist der kleine Nils nochmal. Hallo, Nils. Ja, Nils. Meine Mama ist jetzt wieder hergekommen und sie hat gesagt, wenn ich ein Einlochen gehen soll, soll ich das... ich hab vergessen, was sie gesagt hat. Warte mal. Also da hat gerade die Kinderschändung zugeschlagen. Ja, bitte? Ja, hi. Hallo, Baseball-Bernd. Ist das Baseball-Bernd? Nee, erzähl mal, sprich mal. Hey, Neukölln brennt, Alter. Warum? Ich war gestern bei Bali Döner. ich sag dir, Neukölln brennt, die kommen kein Laden mehr rein. Warum denn nicht? Ich war bei Bali Döner und wollte Schülerdöner bestellen und zeig auf die Tochter von dem Typen da. Ja, da pfeift er und da kommt der Rotkohl und der Diesel Schneider und der Fleischmesserschärfer aus der Küche gerannt und wollten mich zusammenknüppeln. Und da hast du deine Baseballkeule genommen? Ja, durch drei Leute geht. Bitte? Wisst ihr, dass ein Baseballschläger durch drei Leute gehen kann? Okay. Und hast du deinen Döner noch bekommen? Naja, sagen wir es mal so. Mit einem Baseballschläger konnte man die Kleine schlecht schneiden. Hast du sie zerteilt bekommen? Bitte? Hast du sie zerteilt bekommen? Naja, so nach 30 Schlägen. Was hast du selber gemacht? Hey, bring ihn nicht zum Lachen, Alter. Bring ihn nicht zum Lachen. Bring mich nicht zum Lachen. Alter. Der härteste Tag in meinem Leben. Warum denn? Sag mal, Max. Ja, bitte. Was ist denn mit deinem Hals los? Alter, da haut er mir voll wie ein Baseballschläger. Seine Arme sind ja so eine Stumpen. Der hat ja solche dicken Stumpen, ne? Das ist ja wie eine, weiß ich nicht, wie eine Dampfwalze, die um deinen Hals rüberfährt, ey. Stell dir vor, ich hätte mich vorhin auf dich fallen lassen. Wie so ein russischer Panzer. Dann hätte ich dich richtig aufgespießt. Hier mit, wisst ihr, mit dem Kung Fu. Zeig mal, Alter. Nee, nee, ich will gar nicht sehen. Bleib sitzen auf deinem Platz da. Mir tut alles weh, verdammte Scheiße. Flecken hier, vorhin machen wir ein Fotoshooting. Da fällt der auch über mich her. Will ständig Sex mit mir, die Drecksau. Will, wenn ich wollte, hätte ich sie genommen. Ja, das glaube ich dir. Wer ist so? Ich hab aber einen Keuschheitsgürtel um, du Sau. Keuschheits oder Keuschheits? Keuschheitsgürtel. Keuch, damit ja? du nicht zum Keuchen Keuchheitsgürtel, damit alles klar. Damit du nicht zum Keuchen kommst. Schon klar. Aus dem Kreis, der heißt ja auch nicht aus dem Kreis der Keuschhosen. Ja, ja, schon klar. Verstehst du? Keuschhose, wa? Ja, Kretin, du. Genau, Alter. Da Kretin. Baseball Bernd, alles Gute nach Neukölln. Max. Ja, aber brennt doch. Bitte, Max, ich hab noch... Hallo? Ja, ja, was hast du? Du, ich hab schon mit Anabol-Türken gekämpft, 150 Kilo Schwere. Hast du noch Handelscheiben an deinen Schwanz gehängt, damit er länger wird? Und ja, und das Problem ist, ihr wart beide gleich erfolgreich, oder? Ein Wort zum Samstag. Bring mich nicht zum Lachen, das macht mich aggressiv. Tschüss, Baseball Bernd. Aber ganz kurz eine Geschichte noch zu feiern. Warte mal, ganz kurz. Wir haben noch drei Minuten. Damals ein Kumpel, Olschi, kommt in ein Restaurant. Mach ganz kurz leise. Ist wirklich eine geile Geschichte. Olschi ist jemand, der bekanntlich bei uns in der Runde einen sehr langen hat. Du kennst auch Olschi. Ali kennt Olschi und er weiß auch über die anatomischen Vorteile von Olschi Bescheid. So, pass auf, ich stell ihn vor, er kommt in ein Restaurant, ich sitze mit Micho da und mit einer Braut. Und Olschi kommt rein und die Braut kennt Olschi nicht. Und ich sage, ey, Braut, können wir mal die Schrift aus dem Bild machen? Wenn ich was erzähle? Ist doch egal, erzähl. Genau. Und Olschi kommt und macht so einen Kotten immer. Der macht immer einen Kotten, wenn er, und gerade wenn er eine Braut sieht, weißt du, dann wird er mal ganz nervös. Ich sag, guck mal, Dani, ey, der da, das ist der mit dem 26 Zentimeter Teil. 26,94? 26, ja, irgendwie sowas, genau. So, daraufhin sagt Olschi, ja, genau, Max. Und sie grinst, ihr wird das unangenehm. Genau, Max, wenn du genau so einen haben willst wie ich, dann musst du dir Gewichte an den Schniepel hängen und im